Christiane Hörbiger ist tot. Die in Wien geborene Tochter von Paula Wesseli und Attila Hörbiger hat in über 130 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Ende der 1950er Jahre beginnt ihre Karriere. Sie besucht das Max-Reinhardt-Seminar, spielt unter anderem am Wiener Burgtheater, den Münchner Kammerspielen und bei den Salzburger Festspielen, wo sie 1969 bis 1972 die Buhlschaft im Jedermann gewesen ist. Ihr Durchbruch gelingt ihr aber erst in den 1980er Jahren mit der TV-Serie Das Erbe der Guldenburgs. Warum sabotierst du das Industrieprojekt? Helmut Dietls Satire Stonk über gefälschte Hitler-Tagebücher, in der Hörbiger die Nichte von Hermann Göring spielt, wird 1992 sogar für den Oscar nominiert. Letztes Jahr war es ein verrotztes Taschentuch mit einem Originalführerpopel drin. Für diese Rolle bekommt Hörbiger auch die erste von insgesamt 6 Kurier-Rommis, ehe sie 2009 für ihr Lebenswerk mit der Platin-Rommi ausgezeichnet wird. Sozial engagiert sich Hörbiger in den letzten 20 Jahren ihres Lebens für das Kinderhilfswerk UNICEF gegen Rassismus und Fremdenhass und für die Krebshilfe. Politisch 2-mal für SPÖ-Kandidaten, ehe sie 2019 mit einem Video Schlagzeilen macht, in dem sie das Misstrauensvotum gegen den damaligen ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisiert. Vollkommen verblödet, ich weiß nicht, da muss der Hass und der Neid so groß sein, dass man so etwas macht. Privat ist Christiane Hörbiger Mitglied einer großen Schauspielerfamilie, zu der auch Marisa und Marvi Hörbiger sowie Christian Tramitz zählen. Sie war 2-mal verheiratet, hat einen Sohn. Ihr letzter Lebensgefährte, Gerhard Tötschinger, ist vor 6 Jahren verstorben. Christiane Hörbiger ist 84 Jahre alt geworden.